Schifrin, ist es der Titel an Weltmeisterschaften, der noch fehlt in ihren Disziplinen. Akt 100 zur Reserve, die Entscheidung naht. War schon heute Morgen, Entschuldigung, für ihre Verhältnisse relativ angriffig unterwegs. Oben Lara Gutberami extrem schnell gefahren, Schifrin. Einige Probleme, aber auch sehr schnell. Energie. Die Klippe, da muss sie auch nachdrücken. Ja. War das gleich gut? Die Zeit wird es uns sagen. Sie hat im ersten Lauf alles unten rausgeholt. Also wir können uns da noch nicht zurücklehnen. Nein. Hätte eine halbe Sekunde können rausholen. In dem Bereich, da, von da weg, hat sie dominiert in dem ersten Lauf. Aber natürlich, es ist eine andere Kurssetzung. Wie sieht es jetzt aus? 700. Rückstand für Michaela Schifrin. Ja, das ist eine ganz spannende Kiste hier. Schifrin oder Gutberami? Wer holt sich die zweite Goldmedaille in Cortina? Boah, man sieht einfach nicht, wer da schnell ist. Es gibt eine enge Kiste. Es reicht nicht um 200. Sekunden. Lara Gutberami ist Weltmeisterin im Riesenslalom. Und jetzt sind diese 100. wieder auf Seiten der Schweizer. Unglaublich. Oh, brutal für Schifrin. Diesen Titel hätte sie gerne gehabt und Lara Gutberami, die große Frau an diesen Weltmeisterschaften. Lienzberger mit der zweiten Medaille, morgen die Chance für die dritte. Und Lara Gutberami hat zweimal Gold und einmal Bronze gewonnen. Was für ein Drama. Puls bei mir, 140 bei dir. Keine Ahnung. Ist auch nur eine Schätzung. Ja, es ist schon wert. I was dying in the middle, ja, wenn du schon in der Mitte des Kurses am Sterben bist, keine gute Ausgangslage, aber unten war sie schnell. 500 langsamer als Schifrin, aber das hat perfekt gepasst. Alice Robinson hat einen guten Schritt gemacht heute. Aber sie ist undankbare Vierte geworden, immerhin.